Hallo, liebe Papageienhalter, mein Name ist Hildegard Niemann, ich bin Diplombiologin und zertifizierte Verhaltensberaterin für Papageien und Sittiche International Association of Animal Behavior Consultants. Ich freue mich, dass Sie wieder auf meinem Kanal sind und mich ein wenig durch den Weg durch Papageienhaltung begleiten. Wir sehen hier auf der Seite einen kleinen Sonnensittich, der entspannt auf der Hand sitzt. Das Gefieder ist so ein bisschen fluffig, er ist perfekt im Gefieder, ist entspannt und freut sich deshalb, weil seine Halterin ist. Das ist das, was wir uns letztendlich alle in der Papageienhaltung wünschen. Ein Vogel, der uns vertraut, der gerne mit uns zusammen ist und der sich in unserer Gegenwart auch entspannen kann. Und für viele Halter gehört dabei die Handkontrolle mit dazu. Das heißt, ein Vogel, der auf der Hand sitzt und sich wohlfühlt. Der Weg dorthin ist manchmal nicht ganz einfach und nicht jeder Vogel geht gerne auf die Hand. Warum ist das so? Warum haben so viele Halter Probleme damit, den Vogel auf die Hand zu bekommen? Beschäftigen wir uns doch mal ein bisschen intensiver mit diesem Thema. Wenn wir einen Papagei auf der Stange sitzen haben, der noch nicht handzahm ist, dann ist es so, dass viele Halter von vorne die Hand an den Vogel heranführen. Denken wir doch mal, was der Papagei da empfindet. Das heißt, er sitzt auf seinem Ast und von vorne kommt ein Gegenstand auf ihn zu. Weiß Ihr Vogel überhaupt, dass er auf die Hand gehen soll? Möchte er das in dem Fall überhaupt? Wie kann ich das überhaupt meinem Tier vermitteln? Und kommen im Freiland Äste auf einen Papagei zu, damit man drauf steigt? Vermutlich eher nicht. Viele Vögel wissen gar nicht, was sie mit diesem Gegenstand, der da gerade vorhin auftaucht, überhaupt anfangen sollen. Das heißt, die fassen erstmal den Schnabel runter und überprüfen, hält das Ding überhaupt? Was macht das überhaupt hier? Dann kommt hinzu, dass die Haut ja ein sehr flexibler Gegenstand ist. Das heißt, Haut wackelt. Das tut Borke oder Rinde auf dem Ast normalerweise nicht. Dementsprechend haben viele Vögel damit Probleme, wenn sie auf der Haut sind, weil es einfach nicht so fest ist. Man sich nicht so gut festhalten kann. Dann ist der Halter auch häufig etwas empfindlich, gerade wenn die Krallen sehr, sehr spitz sind. Das heißt, er zuckt vielleicht im ersten Moment zusammen, der Vogel geht mit dem Schnabel runter, will das überprüfen, der Halter denkt, er will beißen. All diese Situationen kommen damit einmal zusammen. Das heißt also, jeder von diesen beiden Parteien hat eigentlich im Grunde genommen in dem Moment Angst. Und daraus entsteht eine Situation, dass der Vogel im Zweifelsfall die Hand wegschiebt, wegbeißt oder wegfliegt. Das heißt also, von Aufsteigen auf die Hand kann in dem Fall überhaupt nicht die Rede sein. Viele Vögel wissen nicht einmal, dass man aufsteigen soll. Das heißt also, da habe ich ein großes Problem, dem Tier überhaupt das Vertrauen in die Hand zu geben und Vertrauen zu vermitteln. Das kann man lösen. Das hängt häufig auch damit zusammen, dass der Halter von vorne kommt und dass Sie dann Druck ausüben. Wenn Sie Druck ausüben auf ein System, hat das System immer genau zwei Möglichkeiten. Entweder es weicht den Druck aus, es fliegt weg, oder aber es wird aggressiv. Das heißt, es beißt. Diese Situationen setzen das Tier unter Druck und das Tier kann überhaupt nicht anders entscheiden. Das heißt, das Tier hat keine Kontrolle über die Situation. Wir bei Parrot Behavior Consultant legen grundsätzlich Wert darauf, dass die Tiere die Kontrolle über die Situation bekommen. Es sei denn, der fängt natürlich gerade an, eine Kerze anzunagen. Dann übernehme ich die Kontrolle, weil ich will ja nicht, dass er sie umbringt. Aber im Großen und Ganzen, wenn ein Tier von sich aus sagt, ich möchte das nicht tun, dann tun wir es auch nicht. Dann finden wir einen Weg, wie wir kooperieren. Und das ist in der Kompetenz des Halters zu schauen, wie kann ich meinem Tier überhaupt so eine Information vermitteln und wie kann ich es für das Tier angenehm machen, sodass das Tier gerne partizipiert in diese Übung. Man kann das auch ganz anders lösen, dieses Problem. Das zeigt uns dieses Video. Schauen Sie mal genau hin. Der Vogel kann von sich aus entscheiden, ob er jetzt auf die Hand gehen möchte oder nicht. Er überlegt, was er tun möchte und ob er der Hand trauen kann oder nicht. Das heißt, er läuft vor und zurück. Das ist eine viel, viel, viel charmantere Art und Weise. Und jetzt sehen Sie, der Vogel hat Angst, er wird unruhig, er guckt, oh, was ist das denn? Dann sieht er, dass da Leckerchen kommen. Vielleicht möchte man ja doch nochmal in die Übung partizipieren. Die Hand wird wieder angelegt, da sind die Leckerchen, die er haben möchte. Und jetzt entscheidet er sich, er möchte nochmal nach vorne kommen. Und er lässt sich Zeit. Und der Halter gibt ihm auch die Zeit. Und jetzt, zack, ist er drauf. So bringt man einem Vogel bei, auf die Hand zu gehen. Das Tier übernimmt die Kontrolle über diese Situation. Nicht wir. Wir gehen nicht von vorne mit Druck an den Vogel ran. Das ist eine viel charmantere Art und Weise, den Vogel erstmal an die Hand zu gewöhnen und Vertrauen zu erzeugen. In dem Moment, in dem der Vogel auf der Hand sitzt, kann er fressen, so viel wie er will, wenn er das möchte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein klein wenig weiterhelfen. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr, in 2023, zahlreiche Veranstaltungen neben den vielen Online-Veranstaltungen, unter anderem am kommenden Sonntag die Sprechstunde zur Ganglioneuritis.
haben wir am 21. April in Hamburg den Vortrag Wellness für Papageien, Wege aus der Alltagsfalle. Am 10. Juni sind wir in Schongau in Bayern und haben dort einen Papageien-Workshop. Und am 22. Juli sind wir in Dresden beim Korkwerk Dresden und da halten wir den Vortrag Basic der Papageienhaltung. Das heißt also, wenn Sie Lust haben, Kontakt zu uns aufzunehmen, vielleicht einen Vortrag direkt zu hören, da auch Ihre Fragen zu stellen und mit uns über Papageienhaltung zu diskutieren, freuen wir uns natürlich, wenn Sie mit dabei sind. Wenn Sie weitere Informationen möchten, wenn Sie vielleicht mal auf unsere Homepage schauen möchten, hier sind unsere Kontaktdaten. Ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte, vielleicht das eine oder andere Problem lösen konnte. Wie gesagt, geben Sie dem Tier die Kontrolle. Ihre Vögel wissen schon ganz gut, was sie tun wollen und was nicht. Und wenn auch Fragen sind, suchen Sie gerne den Kontakt zu uns. Wir freuen uns auf Sie. Ansonsten wünsche ich Ihnen und Ihren Vögeln jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.